Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, wie gestern angekündigt, heute wieder mit unserer Dreierkonferenz. Ja, Fulda, Frankfurt, Frankfurt, der Mick zu Hause, die Nicole zu Hause, ich zu Hause. Und da begrüße ich erstmal unsere Nicole und natürlich die Frage obligatorisch, wie geht es dir heute? Ja, hallo Jürgen, hallo Mick, hallo liebe Aktienlust TV-Zuschauer. Schön, euch zwei wie gewohnt wieder zum Ende der Woche zu sehen. Mir geht es soweit ganz gut, nur mein Rücken zwickt zurzeit so ein bisschen. Ich denke, das kommt vom vielen Homeoffice-Sitzen. Da war ich ja diese Woche beim Chiropraktiker, der hat mich dann wieder eingerenkt. Nur da war es noch viel schlimmer als zuvor. Es wird also Zeit, dass die Fitnessstudio wieder aufmachen. Dem ist ja endlich wieder soweit. Und auch die Restaurants machen ab heute in Hessen wieder auf. Da freue ich mich auch schon. Und wie sieht es bei euch aus? Ja, Nicole, vielleicht musst du mal einen dieser Homeoffice-Videos mal ein bisschen folgen. Die ganzen YouTuber machen doch jetzt Videos, wie du daheim Gymnastik machst oder irgendwie was. Ist ja ein neuer Trend. Ja, genau. Schauen wir doch uns die Woche rückblickend mal an. Der Verunsicherungsfaktor in dieser Woche waren ja ganz klar die Sorgen vor einer zweiten Corona-Welle. Der DAX mit fast 5% Minus auf Wochensicht bisher. Heute sieht es dafür wieder etwas freundlicher aus. Wir pendeln so um die 10.500-Punkte-Marke. Mal sehen, wie wir dann heute am Freitag oder den Freitag beenden werden. Jürgen, du hast ja auch in unserem eToro-Konto etwas Kasse gemacht und Cash aufgebaut und die Depots sogar mit einem Nasdaq-Short abgesichert. Was denkst du von daher, wie tief könnten die Märkte jetzt fallen? Also im Börsenbrief mit einem Short abgesichert, auf eToro Kasse gemacht. Ne? Ja, wie gesagt, wir sind halt in so einer Lage. Nach oben ist natürlich, war die Luft dann irgendwann dünner geworden an der Wall Street, aber nach unten will der Markt auch nicht durchrutschen. Wir sind halt nach wie vor gefangen in so einem Nachrichtenumfeld. Einerseits natürlich katastrophale Meldungen von den Unternehmen, von der Konjunktur. Auf der anderen Seite natürlich immer wieder die Meldungen von Milliardenspritzen. Die Amerikaner wollen jetzt ein neues Konjunkturpaket. Da ist schon von 4 Billionen Dollar die Rede. Also viel, viel Geld, was wiederum den Markt stützt. Und das ist so dieses Tauziehen, was da momentan stattfindet. Die Stimmung ja auch schlecht. Das mindert auch wieder das Abwärtsrisiko. Da bin ich ja gestern drauf eingegangen, auf diese Stimmungsindikatoren. Die sind ja jetzt nicht alles andere als positiv. Also viel, viel Geld an der Seitenlinie, was ja in den Markt will. Gut, nach oben die Initialzündung, da fehlt natürlich dann auch das Vertrauen. Wir werden wahrscheinlich so in dieser Hängepartie ein bisschen bleiben in den nächsten Wochen. Und dann muss man einfach schauen, dass man auch mal ein bisschen Kasse macht, ein bisschen vielleicht den Gang rausnimmt und einfach mal wirklich wartet, bis wir ein bisschen mehr Stabilität insgesamt wieder haben. Ja, zudem haben wir ja dann heute auch noch einen kleinen Verfallstag, muss man ja sagen. Ja, da gehen die Kurse ja sowieso schon mal rauf und runter. Aber ich denke, wie Jürgen richtig sagt, wenn wir die 10.3 schon halten, dann wäre das schon mal positiv für den Markt. Denn eigentlich für das, was wir momentan alles erleben, liegen wir doch noch relativ kommod. Also der DAX hält ja die 10, also auf jeden Fall. Da will er ja nicht von wegreißen. Ja, und wie Jürgen auch richtig sagt, 8 Billionen Euro-Dollar liegen da momentan im Markt. Also das ist natürlich ein Luxusproblem. So viel Geld innerhalb des Marktes, was natürlich seine Rendite sucht und das klar über den Aktienmarkt letztlich auch. Mhm. Wie glaubst du dann an den Spruch Sell in May and Go Away? Glaubst du, wir bekommen ein Sommerloch? Ja, ja, dieses Jahr könnte es natürlich durchaus gefährlich werden, weil wir uns ja gerade erst im Auge des Sturms befinden, also im zweiten Quartal. Da werden wir die Zahlen ja erst im Juli bekommen und da könnte es natürlich böse werden. Also von daher, wenn wir mal abwarten müssen, wie es da weitergeht, vielleicht in diesem Jahr gar keine schlechte Idee zu sagen, sell in May and go away, but remember to come back in September. Dann kann ich mir dieses Loch so ein bisschen sparen im Sommer was da auf mich zukommt. Aber auf der anderen Seite, wir haben es letztes Jahr 2019 gesehen, da war es keine gute Idee, den Markt zu verlassen. Letztes Jahr hat der DAX ja auf Jahressicht knapp 25% gemacht und das auch über den Sommer halt. Dann kommen wir zur Berichtssaison. Einige DAX-Konzerne haben ja diese Woche Zahlen vorgelegt, unter anderem RWE und E.ON. Die Versorger werden ja eher als defensive Aktien gesehen und somit auch interessant in Krisenzeiten. Trifft das auch im Fall Covid-19 zu? Und wie sind die Ergebnisse der Konzerne ausgefallen, Jürgen E.ON? Ja, also grundsätzlich sind sie ganz ordentlich ausgefallen. Natürlich auch da schlägt die Krise zu, wenn die Unternehmen natürlich ihre Produktion stillgelegt haben.
wird auch weniger Strom verbraucht. Es gibt ein paar, ja, auch Unternehmenspleiten schon, das muss man dazu sagen. Ja, also, aber perspektivisch natürlich, wir bleiben ja auch dabei, es wird die Zeit nach Corona geben und da werden wir sogar viel, viel mehr Strom brauchen. Stichwort Elektromobilität, Stichwort erneuerbare Energien. Ja, da ist ja E.ON ganz stark positioniert. Es geht um Energie, Speicher, Energieversorgung und so weiter. Und da wird natürlich auch die Stärke der Versorger wieder ins Spiel kommen. Und das gerade, was die großen Kapitalsammelstellen ja früher an den Versorgern geschätzt haben, die Dividendenstabilität, also diese Erträge, die reingespült werden, das können die Versicherer ja wieder sehr, sehr gut an ihre Sparer dann weitergeben. Von daher sehe ich die Perspektiven für die Versorger eigentlich auf lange Sicht wieder ganz hervorragend, zumal wir die Niveaus, die wir aktuell haben, ja, die sind ja noch sehr, sehr niedrig. Mhm. Mick, was sagst du zu RWE? Ja, man muss ja generell sagen, das, was Jürgen sagt, ist ja vollkommen richtig. Energie wird ja auf jeden Fall gebraucht und man hat sich auch umgestellt, vor allen Dingen bei RWE, auf der einen Seite Kohleausstieg, auf der anderen Seite Atomausstieg. Deswegen aber natürlich ganz klar im Fokus Wind, Solarenergie, Wasser, Biomasse, Gas. Das sind ja die neuen Hoffnungsträger in der Energiebranche und da ist RWE wirklich gut aufgestellt, hat man an den Zahlen gesehen. Vor allen Dingen die Offshore-Windparks, die scheinen tatsächlich aktuell die Treiber zu sein. Und ich meine, dass man heutzutage als DAX-Unternehmen seine Prognose noch hält und bestätigt, ist ja schon selten genug. Und zudem noch eine Dividende stabil zahlt. Für letztes Jahr 2019 80 Cent, für jetzt 20 soll es dann sogar 85 Cent sein. Also das sind doch eigentlich schon mal gute Hinweise, dass man doch relativ stabil und gesund aufgestellt ist. Mhm. Schauen wir als nächstes in die Reisebranche. Da gab es Zahlen vom Reiseveranstalter TUI. Die Aktie bereitet den Anleger aktuell wenig Freude. Schlechte Zahlen, Verlust höher als erwartet. Jürgen, wann scheint denn endlich wieder die Sonne bei TUI? Ja gut, das ist die große Frage. Wann kehren wir wirklich wieder zur normalen Reiseaktivität zurück? Ich meine, 800 Millionen Euro Verlust jetzt im ersten Quartal, das ist schon für ein Unternehmen mit einer Market Cap, die gar nicht so weit davon entfernt ist, natürlich eine Hausnummer. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht es da weiter? Ja, das ist natürlich, da ist die Pleite, die liegt natürlich auf dem Präsentierteller. Und da wird es wahrscheinlich ohne wiederum Staatshilfen gar nicht gehen. Und dann stellt sich immer die Frage, wie geht das am Ende des Tages aus? Ja, und wenn wir jetzt über Urlaub reden, es heißt ja wieder, ja, es wird wieder Urlaub gemacht ab Sommer, aber wie sieht das denn aus? Halbe Hotelkapazitäten, ja, das ist ja weit weg vom Normalgeschäft, ja. Es ist ja auch schön, wenn die Menschen wieder Urlaub machen, aber wie gesagt, von den ursprünglichen Zahlen, da sind wir noch Lichtjahre entfernt aktuell. Und bis sich das dann alles wieder stabilisiert, das wird noch einiges dauern. Von daher ist natürlich TUI absolut aktuell nur ein Spekulationsobjekt auf eine wirklich bessere Zukunft, vielleicht mal in 3-4 Jahren. Und was in der Zwischenzeit passiert, ja, da kann man spekulieren. Also ich weiß es nicht. Also das ist momentan nicht unbedingt dann eine Aktie, die ich haben muss. Mhm. Kommen wir nun zu einer Aktie, die ich persönlich aktuell ganz spannend finde, nämlich Zoo Plus, dem Online-Händler für Heimtierbedarf. Die Aktie ist im Moment sehr stark und ist aus ihrer Konsolidierung ausgebrochen. Auch die Zahlen waren super. Mick, du hast wahrscheinlich keine Haustiere, aber was sagst du zu Zoo Plus? Ja, ich bin immer schon ein großer Verfechter von Zoo Plus gewesen, weil ich die Idee einfach gut fand. Und Katze, Maus sind ja somit die engsten Freunde des Deutschen halt eben auch. Ja, da wird ja sehr, sehr viel Geld für ausgegeben, so oder so. Und jetzt in Zeiten von Corona lässt man sich natürlich auch gerne sein Material, vor allen Dingen sein Katzenstreu oder halt eben sein Katzenfutter oder generell Futter nach Hause liefern, vor allen Dingen die älteren Leute. Das spielt Zoo Plus ganz klar in die Karten rein. Da hat man gute Ergebnisse gemacht. Wir haben Analystenschätzungen aktuell, die sagen, Aktie von 160 hochgestuft auf sogar 200 Euro, weil halt eben Zoo Plus ein ganz, ganz harter Gewinner in dieser Corona-Krise ist, muss man sagen. Und man hat die Prognose ja bei Zeiten sogar ein bisschen übertroffen und nochmal dementsprechend auch bestätigt. Umsatz soll auf 1,75 Milliarden Euro hochgehen. Also da ist natürlich einiges an Saft und Kraft unterwegs. Und alle die, die sich heute gut
gut aufgestellt haben. Das werden doch die Gewinner von morgen sein. Denn wenn ich einmal die Dienstleistung eines Unternehmens geschätzt habe oder zu schätzen weiß, dann werde ich das auch in Zukunft tun. Also da sieht es bei Zooplus auf jeden Fall gut aus. Im Q1 plus 25% gemacht. Und das will ja schon was heißen für dieses Jahr. Und was hatte ich noch anzusehen? Ja, das Ergebnis letztlich vervierfacht. Das sind natürlich Zahlen, die sprechen für sich. Und ich denke, dass Zooplus da auch in Zukunft wirklich gut aufgestellt ist und weiter Geld verdient. Als nächstes kommen wir zu einer Aktie, die ich in unserem Zockerdepot habe und sogar im Echtgelddepot, nämlich Evotec. Man wartet hier auf den Befreiungsschlag, so hieß es heute Morgen. Wie sind denn die Ergebnisse ausgefallen und wie ist der Ausblick bei dem Hamburger Biotech-Unternehmen, Jürgen? Also Befreiungsschlag, gehe ich mal davon aus, meint man eigentlich nur den technischen Befreiungsschlag aus dem Abwärtstrend, denn die Ergebnisse waren wieder mal erstklassig. Also klar, Wirkstoffforschung, das läuft und das Bewusstsein natürlich ist ja auch deutlich gestiegen, dass man forschen und entwickeln muss, dass man gegen alle möglichen Krankheiten natürlich die Anstrengung sogar noch verschärfen muss. Und das kommt natürlich Evotec zugute, die ja mit fast allen Großen irgendwie im Boot sind bei der Entwicklung neuer Medikamente und natürlich auch über Meilensteinzahlungen da weiter profitiert. Von daher ein tolles Unternehmen. Natürlich leidet es etwas darunter, dass es nicht an der Nasdaq gelistet ist oder wo die US-Amerikaner da, weil Biotechs und so Unternehmen USA einen ganz anderen Stellenwert auch bei Investoren genießen. Aber ich denke, dass da auch hier wieder internationale Investoren bald auch wieder aufmerksam werden. Von daher, ich sehe das Potenzial für die Aktie langfristig extrem gut und von daher kann ich dir nur gratulieren, dass du die in deinem Depot hast. Ja. Zufall. Und im Zockerdepot, apropos Zockerdepot, wer liegt denn eigentlich vorn? Jürgen, hast du ein Update für uns oder machen wir da mal ein separates Video? Also ich mache lieber das Update in einer Woche. Okay. Also ich habe mal kurz reingeschaut und da liegt immer noch meine Luckin-Coffee-Leiche drin. Ja. Hat man ja jetzt den Vorstand und Finanzvorstand vor die Tür gesetzt. Mal sehen, wann da die Börsennotierung wieder aufgenommen wird. Ja. Aber das war natürlich ein Griff ins Klo spekulativ, muss man ganz klar sagen. Und ich kann da immer nur wieder meinem Unmut kundtun, wie Wirtschaftsprüfer da so daneben liegen können. Aber da kommen wir ja später vielleicht auch nochmal zum Thema Wirecard zu sprechen. Ja. Also wie gesagt, wir machen auf jeden Fall mal ein ausführliches Update und da stellen wir uns natürlich auch den Tatsachen. Ich glaube, der Mick, der hat ja auch so das ein oder andere heiße Eisen da am Feuer gehabt zu Jahresbeginn. Und das Jahr ist ja noch lang, das will ich auch nochmal sagen. Und das Fell des Bären wird erst dann geteilt, wenn der Bär erlegt ist, Frau Straub. Ja, also von daher mal langsam machen. Okay? Ich vermute ja, dass ich vorne liege. Wir werden sehen. Okay, der Netzwerkausrüster Cisco hat ebenfalls Zahlen vorgelegt und konnte mit den Quartalsergebnissen die Erwartungen der Analysten klar übertreffen. Geht es jetzt wieder bergauf bei der Aktie? Wie schätzt du die Zukunft bei Cisco ein? Und ist das eine Aktie, die man im Depot haben muss, Jürgen? Das ist ja wiederum schön, wie du das jetzt formuliert hast. So kommt das rüber, ja. Und im Grunde genommen hat einfach Cisco nicht ganz so schlecht abgeschnitten, wie man das befürchtet hat. Ja, man hat ja beim Umsatz 8% weniger gehabt, ja, und auch beim Ergebnis 4% weniger. Aber das ist eben in diesen Zeiten gut und eben besser als erwartet. Und natürlich bin ich ein Cisco-Fan, war schon immer. Weil im Grunde genommen das, was wir hier treiben, also über das Internet kommunizieren, ja, das wäre ohne die Technik von Cisco nach wie vor fast undenkbar. Man stellt ja praktisch mit seinen Routern und Switchen die Blutbahnen des World Wide Webs irgendwie zur Verfügung und kauft permanent auch clever zu, ist im Cloud-Business natürlich aktiv. Auch das nächste Thema Blockchain-Technologie hat man auf dem Schirm. Und nicht zu vergessen, mittlerweile ist es ein Dividendenzahler mit 3,3%. Ja, und das ist ja auch ein Wort. Und KGV 13, 14, also da ist eigentlich auch man meilenweit von einer Überbewertung entfernt. Und man schaut auch positiv nach vorn. Man spricht natürlich auch davon bei Cisco, dass dieser Digitalisierungstrend natürlich dem Unternehmen perspektivisch weiter gut tun wird. Klar, aktuell leidet man auch unter zurück. Haltenden Investitionsverhalten. Aber alle Unternehmen wissen natürlich nach Corona, hier müssen wir mächtig investieren. Also das sind wieder mal goldene Jahre bei Cisco am Horizont.
Ja, dann kommen wir zu Wirecard. Mick, du hast ja in unserem gestrigen Video schon ein bisschen über die aktuelle Situation bei Wirecard gesprochen. Die Zahlen sind nun da, die Aktie ist weiterhin im Abwärtstaumel. Heute Morgen kam noch die Nachricht, dass die BaFin diesmal nicht gegen die stark gestiegenen Wetten auf Kursverluste der Wirecard-Aktie vorgehen will. Wie könnte es nun generell weitergehen bei Wirecard? Ja, bei Wirecard ist natürlich das gleiche Problem wie bei Jürgen seiner Luckin Coffee, das Geschäftsmodell. An und für sich bei Luckin Coffee genauso wie bei Wirecard. Das ist ja durchaus in Ordnung und intakt. Da liegen wir ja nicht daneben. Da haben wir ja auf das richtige Pferd gesetzt. Aber wenn wir halt eben Personalien drin haben, die ihren Job nicht so machen, wie der Kapitalmarkt das fordert, dann leiden natürlich auch solche Aktien. Das sehen wir relativ deutlich an der Wirecard. Denn man muss dazu sagen, die Zahlen waren gut. Q1 hat man sich ordentlich nach oben gesteigert. 26% plus Prognose für dieses laufende Jahr hat man bestätigt, Umsatz plus von 24% auf 700 Millionen will man dementsprechend machen. Klar, man weiß natürlich auch, Covid-19 bringt natürlich die Kunden von Wirecard, die in der Reisebranche, Tourismusbranche unterwegs sind, natürlich in Bedrängnis unter Druck. Das hat aber Wirecard vor allen Dingen durch viele andere Online-Aktivitäten durchaus ausgeglichen. Okay, jetzt ist ja der Aufsichtsrat hingegangen auf Druck der Aktionäre, aufgrund der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Die DK-Fonds wollen klagen, die erste Rechtsanwaltskanzlei mit Namen Till will ein Musterverfahren gegen Wirecard einläuten, weil man halt eben sagt, eure Kapitalmarktinformationen gegenüber den Fonds, gegenüber den Aktionären, die waren nicht nur schlecht, sondern die waren fehlerhaft. Ihr habt unterlassen, bei Zeiten richtige Informationen zu geben, rechtzeitig zu handeln und eure Informationen waren, so wie es KPMG ja gesagt hat, bei Zeiten auch noch unvollständig. Dahingehend ist der Aufsichtsrat letzte Woche hingegangen und hat schon die Position des CEO, Markus Braun, schon mal eingefaltet. Ja, man will sich nicht von Braun trennen, kann ich auch irgendwo verstehen, weil er ist der große Visionär, das große Brain im Hause Wirecard. Aber er wird jetzt zuerst einmal aus dem Bereich Kommunikation, Kapitalmarktkommunikation, wir nennen es ja Investor Relations, ausgegliedert. Das macht jetzt ein anderer Vorstand. Und man hat eine härtere Compliance nochmal eingeläutet. Und dazu holt man sich auch noch Verstärkung, nämlich Expertise. Und die kommt direkt von der Deutschen Börse AG in Form und Person von Hauke Stars. Das ist die Frau, die bei der Deutschen Börse AG alles unternimmt, was Compliance ist, was Neuemissionen und bringt. Also eine renommierte Frau. Und dadurch will man natürlich eines erreichen, und das braucht die Aktie, Vertrauen. Denn aktuell liegen wir bei 83,67, kam mal wieder von 120. Das war natürlich ein teures Spiel die letzten 2-3 Wochen. Und die Aktionäre sind nach wie vor äußerst enttäuscht. Aber das Geschäftsmodell ist nach wie vor mehr als intakt. Schauen wir zum Schluss noch auf den Goldpreis. Da sahen wir in den letzten Tagen und Wochen ja eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Gestern und heute sieht es so aus, als könnte der Widerstand nach oben durchbrochen werden. Jürgen, du hast dich ja in unserem eToro-Konto schon gut positioniert, auch mit Minenaktien. Bist also somit bullish für die nächste Zeit für Gold. Ja, grundsätzlich, ich meine, diese, was passiert momentan in der Welt? Und das müssen wir einfach mal ganz nüchtern festhalten. Es wird extrem viel Geld gedruckt, es wird extrem viel Geld rausgeschleudert. Und alles, was natürlich in Hülle und Fülle nach draußen oder mehrfach produziert wird, wird billig. Ja? Und deswegen die Kaufkraft, die wird natürlich drunter leiden unter dem, was da passiert. Und von daher, Kapital ist ein scheues Reh und Kapital strebt jetzt halt aufgrund dieser Entwicklung in Sachwerte. Und das ist ja das, was wir auch nicht wissen, was die Aktien angeht, ja. Vielleicht verdoppelt sich der Nasdaq in den nächsten 2 Jahren, obwohl die Unternehmensentwicklung gar nicht so viel besser werden. Und am Ende des Tages wird das damit begründet, die Aktien haben eine Neubewertung einfach gebraucht angesichts fehlender Alternativen, ja. Auch sowas ist durchaus denkbar. Aber ein Großteil des Kapitals, gerade bei vermögenden Investoren, wird zunehmend auch Richtung Gold verlagert, weil es hat halt diesen Nimbus des Kaufkrafterhalts, des Vermögensschutzes. Das hat man dann einfach gern im Depot. Und das haben wir ja schon relativ früh gesagt. Wir rechnen damit, dass der Goldpreis die alten Höchststände nicht nur erreicht, sondern auch noch ein Stück drüber geht. 2.500 Dollar für eine Feinunze Gold in den nächsten 2 Jahren halte ich eigentlich für eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir das sehen können.
Und davon profitieren natürlich in erster Linie die Minen. Das hat man ja in den Quartalsberichten zum Auftaktquartal gesehen, dass die Margen der Goldminenbetreiber natürlich noch mehr steigen als der Goldpreis selbst. Das ist wie ein Gewinnhebel. Und davon profitiert einfach die Minenaktien. Von daher sind wir dafür weiter bullisch. Ganz zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf den Bitcoin. Das sogenannte Halving ist ja jetzt über die Bühne gegangen. Die Kryptowährung konnte davor gut zulegen, pendelt jetzt allerdings so bei 9.500 US-Dollar. Wie könnte es da nun weitergehen, Mick? Ja, das war jetzt das dritte Halving, muss man sagen. 2012 hatten wir eins, 2016 eins, jetzt 2020. Und bei den Halvings geht es natürlich auf der anderen Seite nicht darum, dass sich der Bitcoin in der Hälfte dann mehr oder minder aufstellt. Nein, es geht ja darum, dass es nur noch einen kleineren Anteil für alle die gibt, die tatsächlich die Bitcoins schürfen. Wie zum Beispiel beim ersten Halving gab es pro geschürften Block 50 Bitcoin. Jetzt beim dritten Halving gibt es mal gerade noch 6,25 Bitcoin. Das heißt, Strom kostet Geld, Hardware kostet Geld und alle die, die da nicht mithalten können, die teure Strompreise haben, die nochmal Hardware aufrüsten müssen, die werden sich natürlich aus diesem Bereich verabschieden und somit wird natürlich der Bitcoin letztlich auch verknappt. Das soll ja auch die Idee des Gründers sein, den man ja bedauerlicherweise immer noch nicht kennt, weil der gesagt hat, er will das nicht so haben wie bei den Notenbanken, die auf einmal halt eben Noten drucken können, wie sie wollen. Das soll es bei Bitcoin überhaupt nicht geben. Ja, jetzt liegen wir bei 9.583. Ja, die Schwankungsanfälligkeit ist natürlich enorm, muss man sagen. Ja, wir lagen im Tief bei etwa 8,55. Ja, dann hat er ja diesen leichten Move gemacht nach oben. Also ich denke, die Bitcoin-Jünger werden natürlich weiterhin zukaufen. Also von daher, wenn man sich überlegt, vor ein paar Wochen, Monaten lag das Ding noch bei 3,5. Meine, mir ist das viel zu volatil. Ja, vor allen Dingen für den Vermögensaufbau, damit will ich da gar nichts zu tun haben. Aber die Bitcoin-Jünger scheinen da weiter zu machen. Also dementsprechend sehe ich da auch weitere Chancen, dass der Bitcoin nach oben läuft. Ja, ich muss sagen, ich habe mich immer noch nicht getraut beim Bitcoin. Jürgen, du hast sogar im eToro-Konto hast du auch Bitcoin, richtig? Ja, wir haben eine kleine Position, auch Ethereum. Also es sind ja die beiden bekannten großen Coins. Ja, im Grunde genommen, es geht ja auch in der Vermögensdiversifikation. Es gibt vor allen Dingen in Asien eine höhere Akzeptanz. Wie gesagt, in Deutschland kann man kaum was damit anfangen. Was ist ein Bitcoin? In Asien kann man da teilweise auch ein Geschäft damit bezahlen. Und da hat man eine andere Akzeptanz, weil man auch nicht diesen Euro oder Dollar gerade in den Schwellenländern so hat, diese starke Währung. Dann ist man auch offen für was Neues. Und die ASEAN sind digital affin. Warum also nicht eine digitale Währung? Und das kann natürlich perspektivisch weiter für diese für Bitcoin sprechen. Zumal, wie gesagt, am Ende des Tages wird es 21 Millionen Bitcoins geben. Ja? 18 Millionen hat man schon produziert. Also da kommt nicht mehr so viel dazu. Und je größer die Akzeptanz ist des Bitcoins, desto mehr wird der Preis auch steigen. Das ist ja die Philosophie beim Investieren dahinter. Und in der Vergangenheit war es so, und deswegen haben wir da eine kleine Position, dass wenige Wochen nach dem Halving, ja, das, man hat im Vorfeld natürlich immer spekuliert auf höhere Kurse, das haben wir diesmal auch gehabt. Danach gab es jetzt erstmal, also kurz davor, ein kleiner Rücksetzer. Dann pendelt man sich ein und in der Vergangenheit war es dann immer so, dass mit ein paar Wochen Versatz dann eine neue Rallye-Phase losging bei Bitcoin. Ist natürlich spekulativ, da machen wir uns nichts vor. Die Volatilität ist immens. Da gibt es natürlich strategische Investoren, die da große Bestände haben, die können natürlich die Preise auch manipulieren. Da ist ja kein regulierter Markt dahinter. Das muss man alles wissen, wenn man da investiert. Aber ich finde es durchaus spannend und zumindest so, dass man mit einem kleinen Teil da mit spekulieren kann. Ja, Jürgen, danke. Danke, Mick, für eure Einschätzung. Das war es soweit von meiner Seite und meine Fragen. Ja, dann sage ich auch Danke natürlich an euch zwei da nach Frankfurt. Und wir haben ja vor, uns vielleicht nächste Woche wirklich mal zu treffen. Ja, also in echt. Ja, natürlich draußen an der Luft und mit Abstand, keine Frage. Aber wir haben ja vieles vor noch mit Aktienlust. Und da wollen wir ein bisschen Brainstorming machen und vielleicht auch schon das ein oder andere mal festsuchen.
Da dürfen Sie sich, liebe Zuschauer, dann auch drüber freuen, was da alles kommt. Es wird sehr, sehr spannend. Und von daher ist es jetzt an mir nochmal zu sagen, danke euch zwei. Danke, liebe Zuschauer, fürs Zuschauen. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie uns treu, machen Sie für uns Werbung. Schönes Wochenende, die Sonne kommt ja jetzt wieder raus. Sie können wieder einkaufen gehen, in die Supermärkte, Fitnessstudios, zwischen Plexiglas-Trennscheiben, geht ja auch wieder bei uns in Fulda zumindest. Ja, da sitzen teilweise sogar welche im Käfig drin, also bin ich vorbeigefahren, wollte es gar nicht glauben. Also draußen im Käfig, das sind ganz neue Bilder, die will ich auch schnell aus dem Kopf wieder legen. Also, es wird spannend. Nächste Woche bleiben wir natürlich weiter am Ball. Liebe Zuschauer, dann Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.